Ja, danke, dass ihr mir so viel Platz gemacht habt. Das finde ich sehr nett von euch. Liebe Freunde, willkommen zurück zu Need for Speed Pro Street. Heute machen wir weiter mit den nächsten Rennen. Und zwar geht es diesmal Richtung dem King Ray Krieger. Der ist nämlich der Grip King. Und ja, da fahren wir direkt zum Mondello Park. Da haben wir nämlich direkt die nächsten Grip-Events. Ich würde sagen, wir fahren dann nochmal einmal unseren BMW und als Ersatzwagen nehmen wir mal den R8. Ich wollte eigentlich tatsächlich den Skyline fertig machen, den wir schon seit Ewigkeiten in unserer Garage drin haben. Aber ja, geldtechnisch sieht es noch ein bisschen, ja, ist ein bisschen knapp. Deswegen muss man da mal gucken. Schauen wir erstmal, was fahren wir als nächstes? Wir fahren erstmal das Grip-Klassenrennen. Vielleicht switche ich mal zwischen den Autos nochmal so ein bisschen. Ja, ich habe halt noch nicht so viel Geld und da müssen wir mal gucken. Ich habe schon in den Kommentaren gesehen, wenn schon der R8 nicht geht, dann wenigstens der Ford GT, der soll wohl soweit keine Bugs verursachen und ja, gucke ich mal, dass ich den irgendwie fertig kriege. Zur Not muss ich vielleicht echt doch ein paar Autos verkaufen, weil ich die eigentlich irgendwie doch alle noch behalten möchte. Ja, ach, ja, ein bisschen abkürzen, ach, hat noch nicht geschadet. Verdammt. Vier Runden, ey. Ich meine, okay, der Rundkurs ist sehr kurz, deswegen passt das. Will mein Auto nicht zerstören. Oh, ein Golf 5 habe ich auch irgendwie Bock, ne? Mein ist zwar nicht mein Lieblingsgolf. Mein Lieblingsgolf ist Golf 4, aber... Ja, ist schon cool. Aber ich muss sagen, wir werden noch häufig genug, denke ich mal, die Chance haben, mal die Autos zu fahren. Also spätestens, wenn ich, selbst wenn ich das Spiel dann durch habe, hätte ich hier und da nochmal Lust, irgendwie nochmal ein paar Autos zu tunen, beziehungsweise nochmal ein paar Autos zu fahren und einen Renntag zu erstellen. Weil ich finde, das Spiel, das bietet teilweise so coole Sachen. Hat teilweise echt geile Strecken, hat eine riesige Autoauswahl, wenn man so will, für damalige Verhältnisse. So, hätten wir es damit auch schon mal geschafft, das war ja wirklich jetzt nicht so schwer. Wobei am Start sah es nicht so gut aus, also da BMW ist beim Starten nicht immer so gut dabei. Was? Das ist für Ryan Cooper nicht gut gelaufen. Wo ist das denn für mich nicht gut gelaufen? So, dann fahren wir mal das normale Griprennen im R8. Dann fahren wir die gleiche Strecke, nur als Grip-Klassenrennen mit dem BMW. Ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Wie sagt man eigentlich? G-Effekt oder G-Effekt? Muss ja nicht G-Effekt heißen, ne? Ja, danke, dass ihr mir so viel Platz gemacht habt. Das finde ich sehr nett von euch. Jetzt kommt die Problematik mit der Kurvenlage.
Man muss auch leider sagen, der Audi 8 fällt als Grip-Auto eigentlich auch schon flach alleine deswegen, weil du keine Spoiler anbringen kannst. Das ist halt auch noch das Problem, weil du brauchst halt Abtrieb. Das war zu spät. Der Bremsweg dieses Wagens ist einfach viel zu lang. Ja, holt den Champagner schon mal aus dem Kühlschrank. Easy Game. Ich fahre, glaube ich, gerade voll auf die Wand zu. Bin jetzt schon auf dem Gras. Man muss ja sagen, präsentationstechnisch ist das Spiel schon ziemlich gut gewesen, ey. Ja, auf einmal. Oh, dieser Kommentator, Alter, den sollte man mal eine klatschen. So, dann fahren wir mal hier Sektor Shootout. Wieder mit dem M3. Ja, dann gibt es ja noch die gleiche Strecke nochmal als Zeitfahren, aber die fahre ich nicht mit dem M8, das könnte knicken, ey. Man hat wieder Bremskraft und Grip. Das war knapp. Der Typ ist mir ein bisschen im Weg. Will dem nicht hinten drauf fahren. Upsala. Nein! Kurvenkombination ist nicht immer meins.
in wie viele Runden ich jetzt noch fahren muss, ne? Ist das mal ein bisschen sehr abgekürzt? Das war schöner gefahren. Na, da haben mir jetzt mal Punkte gefehlt. Das erste Mal wohl gesagt. In der Kurve habe ich das ein bisschen übertrieben. Boah, Alter. Da habe ich ja richtig viele Punkte geholt und schadenfrei durchgekommen. Ich glaube, ich musste bisher keinen einzigen Schaden bezahlen. Aber ist auch ganz gut so, weil wir kriegen momentan wirklich irgendwie gar kein Geld. Also, ja, 4.500 geht, aber... Okay, er sagt G-Effekt. So, was fahren wir als nächstes? Ja, das wollte ich ja, glaube ich, nochmal mit dem BMW fahren, ne? Der sucht gerade seine Liste. Dann fahren wir mal das normale Grip-Rennen. Ich weiß nicht, der 8. Das sind jetzt, ja, das ist alles so ein bisschen Käse. Der 8 hat halt keinen Abtrieb, das ist das Problem. Ja, oder ich versuche mal so einen Fun-Run zu machen. Ja, komm, fahren wir die eine Strecke gleich mit dem R8. Damit wir jetzt nicht gefühlt nur den BMW gefahren sind. Weil in der 8 werden wir leider auch nicht mehr sonst fahren. Dann versuche ich jetzt demnächst dann den Ford GT fertig zu machen. So, mal wieder 3 Runden. Was ich jetzt tatsächlich ein bisschen zu viel finde, gerade auf dieser Strecke. Boah. Alter. Eine Berührung gab's, aber... Eigentlich nicht mal wirklich einen Schaden. So, schön innen durch und jetzt erstmal nach vorne. Aber was das Thema Geld hier angeht, um Geld zu sparen und so weiter und so fort. Alter. Na, darfst nicht immer auf dem Gas bleiben. Ja, nächstes Mal vermute ich mal, das war... Das ist eigentlich egal, ob wir jetzt die Drag-Rennen fahren oder die Speed-Challenges. Weil da haben wir tatsächlich Autos am Start. Ich habe ja einmal den Porsche für Speed-Challenges und
Für Drag habe ich ja sogar zwei Autos, mit denen ich sehr gut am Start bin. Also Corvette und Toyota Supra. Vielleicht werde ich nochmal mit dem Dodge Challenger was machen, damit wir den jetzt nicht komplett vernachlässigen. Dass ich den auch mal hier und da mitnehme. Und ja, was Grip angeht, da gucke ich, dass ich dann vielleicht auch fürs Finale dann ja, den Ford GT fertig mache. Man muss auch sagen, Pro Street war das Tuning auch wirklich immens teuer. Also wenn man das so mit früheren Need for Speed Teilen vergleicht, also im Pro Street, da gibt es ja wirklich Vermögen ans Tuning aus, ey. Aber man muss dann auch wiederum sagen, da hat man nur Peanuts bekommen. Ich meine, ich habe jetzt bald, glaube ich, 20 Wagen. Und das ist ja auch nicht gerade ohne. Man kriegt ja einen Haufen Geld, ne? Zum Beispiel Underground 2. Da hast du ja irgendwie, keine Ahnung, pro Rennsieg gerade am Anfang nur 350 oder sowas bekommen. Wenn du ein verstecktes Rennen gefunden hast, hast du dann vielleicht mal im späteren Verlauf sogar mal 2000 gekriegt, aber das war dann auch ganz schnell wieder weg, wenn du ein Turbo oder so gekauft hast. Ja, ich muss leider sagen, diese Rundkursrennen, die sind jetzt nicht so spannend. Also mir macht Spaß, hier über den Kurs zu verfahren, das ist cool. Aber ich weiß nicht, wie spannend es ist, da zuzuschauen. Ich meine, es ist Pro Street und ich weiß, ihr habt Spaß am Let's Play, aber ich denke mir so, na, Rennen könnte auch spannender sein. Das ist halt so der Punkt, wo ich sage, Rundkurse bei Arcade Racing Titeln sind halt nicht so gerne gesehen. Und 3 Runden sind zu viel für das Event, weil ich bin schon lange Erster, ich fahre den hier weg. Und da braucht man nicht nur eine dritte Runde. So, haben wir auch gewonnen. Sehr schön. Aber ich würde doch sagen, man kriegt jetzt auch nicht so viel Geld, weil man schaltet das furchtbar früh frei, dieses G-Effekt-Event. So, ich hatte jetzt... Das Event fahren wir jetzt nicht nochmal. Wir fahren jetzt das nochmal mit dem BMW und das Zeitfahr-Event, das fahre ich mit dem R8. So verrückt bin ich. Damit wir jetzt etwas Abwechslung haben, weil die gleiche Strecke dann schon wieder mit dem BMW, das ist dann doch ein bisschen viel des Guten. LOL! Dräng ihn ab, Alter. Da komme ich nicht ganz innen durch. Aber hier. Ja, ohne Schaden überholt. Ich glaube, ich habe aus meinen Fehlern langsam mal sicher gelernt, ey. Der Rundkurs ist cool, der ist relativ schnell, musst du nicht viel fahren und hast 3 Runden. Weil das ist halt überhaupt nicht passend zu den anderen Rennen oder angepasst an die anderen Rennen. Weil das eine Rennen war ja sogar 4 Runden und das war ja auch noch okay. Das hat es ja gefühlt sehr schnell durch. So, und dann hast du hier so ein 3-Runden-Rennen, wo du auch noch denkst, ja gut, okay.
Das ist ja eigentlich sogar noch passender. Also hast das jetzt schnell hinter dir, aber dann die anderen Strecken. Hast du drei Runden, Alter. Und du brauchst durch pro Runde über 2 Minuten oder so. Ich merke auch jetzt schon, gefühlt wird das Video durch auch wieder ein bisschen länger. Bin immer sehr professionell und habe hier einen Timer stehen. Nicht. Also ich habe wirklich mal eine Weile lang Commentaries gemacht oder die Let's Plays aufgenommen, habe einen Timer gehabt, aber bei Pro Street spare ich mir das einfach aus dem Grund, weil ich mache einfach den Renntag pro Video und dann passt das. Dann mache ich mir keinen Timer an. Ich habe jetzt auch nicht genau auf die Uhr geguckt, aber ich denke mal so, mindestens 20 Minuten haben wir schon hinter uns. So, dominiert für 9000, Alter, das hätte ich gar nichts. So, dann wollen wir natürlich, ich sag mal so rein von dem Event her, ne, also von der Strecke her, würde ich jetzt sagen, komm, scheiß drauf, ich habe gar keinen Bock mehr, das Rennen noch zu fahren, ne, weil es ja nur ein alles Zeitrennen ist. Aber weil ich ja gesagt habe, ich fahre alle Rennen, fahren wir das jetzt einfach. Und sind halt die Finalrennen und ich möchte das. Ich meine, gut, okay, es gibt halt Geld, wobei, wenn auch nicht viel. Oh Gott, das Ding bremst ja so gut. Alter, wenn du einmal den BMW gewohnt bist, ne? Tja, müssen wir leider schon früh Abschied von dem R8 nehmen. Denk mal, ich werde den wahrscheinlich auch verkaufen. Weil ich brauche tatsächlich das Geld. Bin jung und brauche das Geld. Und das ist das Kiesbett. Wo man einfach drüber fahren kann. Alter. Daran könnt ihr jetzt sehen, wie viel besser der BMW ist. Bist mir im Weg, hau ab. Das Zeitfahren, da kann ich ruhig abkürzen. Das ist auch die Strecke, wo du halt mit am meisten abkürzen kannst. Ja, theoretisch kannst du jetzt zum Beispiel den, ja gut, ja, Vorführeffekt, sehr gut. Aber du kannst halt quer über die Wiese fahren. Du kannst halt hier sowas machen. Tja, wir fahren Griprennen und ich drifte erstmal durch die Kurve. Jo, genau so muss das. Nee, aber sobald wir das Rennen fertig haben, dann werde ich dann noch schnell in der Garage dann dem R8 Lebewohl sagen. Und dann können wir uns ja schon mal den Ford GT besorgen. Wobei, ja doch, weil ich habe ja eigentlich noch kein neues Grip-Auto. Aber spielerisch macht das Game auf jeden Fall Bock. Mit Strecken grundsätzlich, das macht irgendwie Spaß und hab's ja schon häufig genug erwähnt. Fahrphysik ist ja jetzt nicht die leichteste. Also das ist halt ein bisschen anspruchsvoller. Schon mal so mit dem Audi 8, obwohl der halt überhaupt kein gutes Grip-Fahrzeug ist. Sind wir trotzdem sehr, sehr gut dabei. Langsam sicher gewöhne ich mich auch wieder an den Wagen.
Boah, das war ein schöner Slide. Letzte Runde war, glaube ich, sogar relativ zeitgleich. Okay, 4500. So, wir haben alle gewonnen. Ja, fertig. Renntag verlassen. So. Was ist denn das nächste Event oder das nächste Renntag? In Texas. Okay. Joa. Ich bin gerade überlegen, den Audi doch noch zu behalten. Einfach aus dem Grund, weil gerade die Strecke wäre für den Audi super. Also zweimal, ey. Wir behalten den Audi erstmal. Aber ich würde schon mal gucken, wie viel der Ford GT kostet. Müssen wir mal bei F wie Ford gucken. Was? 150.000 kostet der. Jo, ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ja, Wagengutschein. Sehr schön. So, haben wir ein bisschen Kohle gespart. Und ich meine, ich habe noch einen zweiten Wagengutschein, weil den habe ich, glaube ich, bekommen, als ich den einen Renntag nachgeholt habe. Hier, zeige ich nochmal ganz schnell. Den da oben hier. Da habe ich, glaube ich, nochmal einen weiteren Gutschein gekriegt. Das heißt, theoretisch könnte ich mir so noch ein Auto holen. Aber ich glaube, wir sind autotechnisch eigentlich schon gut versorgt. Also ich glaube, wir haben so grundlegend genug Autos, so 20 Stück. So ungefähr kann man das sagen. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir sind ja erstmal durch mit diesem sehr spannenden Let's Play-Teil. Also ich habe jetzt auch nicht so viel kommentiert, weil gab jetzt nicht viel zu bereden. Drei Rundenrennen, die gehen halt manchmal nicht so schnell vorbei. Aber ja, ich hoffe dennoch, ihr habt euch sehr unterhalten gefühlt und habt Spaß an dem Video gehabt und nächstes Mal machen wir mit den nächsten Sachen weiter. Mal gucken, ob Drag oder Speed Challenge, das werden wir dann sehen. Und liebe Freunde, weiter geht's im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei. Und bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.